Wir brauchen, und das ist meine Kritik, eine meiner Hauptkritikpunkte an der gegenwärtigen Rechtslage, einfach Forschung in diesem Bereich. Schutzgut ist ja die Sicherheit im Straßenverkehr. Das ist sozusagen das Schutzgut des Fahrerlaubnisrechts, des Führerscheinrechts. Wenn wir überhaupt nicht wissen, ob bei einem von der Rechtsprechung zugrunde gelegten Grenzwert mit einschneidenden Folgen für den Konsumenten tatsächlich ein Sicherheitsgewinn erfolgt, können wir diese Frage seriös einfach nicht beantworten. Meine Conclusio aus diesem Grenzwertwirrwarr ist, es muss in die Forschung investiert werden, was bei Alkohol selbstverständlich ist, was ja auch zu Veränderungen der Promillegrenze im Laufe der Jahre geführt hat, ist wegen der Tabuisierung bei illegalisierten Drogen eben überhaupt nicht der Fall. Also meine erste Forderung, lasst uns versuchen, einen wissenschaftlich validen Grenzwert zu konzipieren, weil wir wollen, glaube ich, alle, dass jemand nicht bekifft unter Einschränkung seiner Fahrtüchtigkeit sich an Steuer setzt. Das ist heute in dieser Klarheit überhaupt nicht der Fall. Es ist eine Aufgabe der Wissenschaft, einen validen Grenzwert zu konzipieren. Ich nehme wahr, dass wir weltweit völlig unterschiedliche Grenzwerte haben. Der in Deutschland ist der niedrigste. Und wir wissen tatsächlich nicht, ob bei diesem Grenzwert, das mag auch von Individuum zu Individuum völlig unterschiedlich sein, eine Beeinträchtigung der Fähigkeiten verbunden ist, ein Fahrzeug zu führen. Die meisten wissen, wie viel sie trinken dürfen, um sich an diese 0,5 Promille-Grenze ranzutrinken. Zwei Bier geht noch, beim dritten wird es problematisch. Also da geben wir ein Stück Eigenverantwortlichkeit an den Fahrzeugführer zu sagen, wenn ich zwei Bier trinke, es mag sein, dass es vielleicht meine Reaktionsfähigkeit schon beeinflusst, aber rechtlich bin ich, solange ich keinen Unfall baue, auf der sicheren Seite. Dieser Orientierungsrahmen fehlt bei Cannabiskonsumenten vollkommen. Also nochmal, Grenzwert. Ein valider Grenzwert als Orientierungshilfe für denjenigen, der sich, nachdem er Cannabis konsumiert hat, an Steuer setzt. Kein Polizist würde auf die Idee kommen, wenn er keinen Atemalkohol feststellt, dass der Umstand, dass hinten zwei Flaschen Rotwein im Auto liegen, ihm zu unterstellen, das Trennungsvermögen bei ihm sei nicht gewährleistet. Aber genau so ist die Situation bei Cannabiskonsumenten. Sie wissen wahrscheinlich, dass nicht nur die Frage der Überprüfung mit Grenzwert eine Rolle spielt im Fahrerlaubnisrecht, sondern allein der Umstand, dass jemand als Cannabiskonsument strafrechtlich oder verwaltungsrechtlich auffällt. Schon dann gibt es in vielen Fällen eine Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde, die aufgrund dieses Umstandes Zweifel an der Zuverlässigkeit zum Führen eines Fahrzeugs mit der ganzen Folge daran knüpfen kann. Also das zeigt, dass hier vergleichbare Sachverhalte völlig unterschiedlich bewertet werden. Und wenn ich mich frage, woran das liegt, dann ist das eine gesellschaftlich akzeptierte Droge, wo wir uns Regeln gegeben haben, und das andere eine illegalisierte Droge, wo wir weiterhin bis heute vieles tabuisieren, einschließlich der Frage des Fahrerlaubnisrechts. Der Führerscheinentzug mit dem ganzen Verfahren bis hin zur sogenannten MPU wirkt natürlich für denjenigen, den es trifft, als Strafe. Und für ihn ist es eine Strafe, weil Führerschein, Kulturtechnik immer noch, glaube ich, trotz der ganzen Diskussion um die Sinnhaftigkeit des individuellen Personenverkehrs, es mindert die Chancen der Teilhabe. Es mindert die Chancen der Teilhabe am Arbeitsleben, weil dort häufig vorausgesetzt wird, dass jemand einen Führerschein hat. Aber es mindert auch die Mobilität und damit die Chance auf gesellschaftliche Teilhabe. Und insofern die Wirkung einer Strafe neben Strafrecht würde ich etwas differenziert beurteilen. Gleiche Sachverhalte, Alkohol auf der einen Seite, Cannabiskonsum oder illegalisierte Drogen insgesamt auf der anderen Seite werden völlig unterschiedlich behandelt. Das ist ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und das widerspricht meinem Verständnis von Gerechtigkeit. Ich finde schon an der Frage der Erforderlichkeit, erreicht man mit dieser Grenze den Zweck, scheitert die Prüfung der Verhältnismäßigkeit. Es ist nicht verhältnismäßig. Da wir nicht wissen, ab welchem Wert die
Fahrtüchtigkeit tatsächlich beeinträchtigt ist, trägt dieser willkürliche zu niedrige Wert nicht objektiv zur Fahrsicherheit bei und es erschwert den Konsumenten eine Risikoabwägung, ob sie denn nach dem Konsum, unter Umständen Stunden nach dem Konsum, tatsächlich noch ohne bestraft zu werden, ohne negative Folgen ein Fahrzeug führen dürfen. Zwei zentrale Punkte. Wir brauchen einen vernünftigen Grenzwert, der wissenschaftlich valide ist, an dem sich Konsumenten orientieren können. Zweitens, ich halte es für rechtsstaatlich nicht hinnehmbar, dass einem Cannabiskonsumenten nur aufgrund seines Konsums unterstellt wird, er sei nicht in der Lage, zwischen Konsum und Fahrzeugführen zu unterscheiden. Dies ist eine Unterstellung, die in vielen Fällen nicht den Tatsachen entspricht und wegen der einschneidenden Wirkungen, die damit verbunden sind, in der Tat so nicht hinnehmbar ist. Das sind für mich die beiden zentralen Punkte. Deswegen klarer Kopf, klare Regeln. We'll be right back.